Und damit sage ich nochmal herzlich willkommen zurück zu Generation Zero mit Swiss die Buren und Skyhawk. Hallo. Was? Hallo, und ich kriege ihn genau wieder ins Gesicht. So gut. Ja, ich auch. Der kommt jetzt nach oben gerannt. Hey, was schießt denn der ab? Das waren nur Hundis. Raketen. Autsch. Hallo, wieso heilt der nur auf 50? Scheiße, die Medipack bringen ja gar nichts. Die kleinen 25, die mittleren 50 und die ganz dunkelgrünen, die bringen was. Nein, das Ding zum Hinstellen hatte ich. Aha, das hat. Ich glaube, Ich ich nur glaube, 15. den Hund habe ich. Der Zweibeiner ist auch durch. Da habe ich schon dreimal mit der Granatwerfer drauf geschossen, ey. Da ist aber noch irgendwas. Wow, und One-Shot. Respekt. Jetzt dürfen wir es nicht mehr hacken, oder? Nee, ich schätze mal, jetzt sind wir durch mit dem Hacken. Ne, jetzt darf man hier auch nichts mehr. Oh ja, liegt ein toter Soldat. Wir sind hier wohl nicht die Ersten, die das probiert haben. Aber wir sind etwas Aber erfolgreicher. offensichtlich die Ersten, wo es geklappt hat, ja? So, Erste-Hilfe-Pack. Einen Platz zuweisen, die vier. Ja. Also weiter Richtung vier, ja? Ja. Zum nächsten Unterschlupf. Schlupf, schlupf. Schlupf, schlupf. Ja. Das sieht wieder aus wie so eine Wald- und Wiesenhütte. Ja, da steht wieder eine Jurte. Ja, ein Bootshaus. Oder sowas. Und ein Benzinlager. Nein, ein Feuer frei. Sehe nichts. Ne. Hier kommt man runter. Ja, hier vorne auch. Oh, hier ist eine Bunkertüre. Ja, und hier drüben ist auch noch meine Bunkertüre. Ja, und hier drinnen sind ein paar brennende Promis. Da ist auch noch ein Hintereingang. Ja, Ja. stimmt. Ist das der Hintereingang von der Torsberga? Könnte ich mir noch vorstellen. Könnte Ja. passen, ja. Das geht in diese Richtung. Fangen wir mal zu. Hier unten ist eine Quest zum Annehmen. Komme. Und das hier oben war das Lager. Hier der Fahrradständer. Quest ist andere Seite. Das Funkgerät auf dem Tisch. Das sind Wochenaufgaben. Hier. Ja? Hier. Ah, Entschuldigung. Da müsste was sein. Genau, das ist die Quest. Eine Gruppe für. Ah, okay. Nee, nicht die. Welche dann? Der switcht immer die ganze Zeit durch. Jo. Absturz, Nebenmission. Okay. Aber sonst ist hier auch nichts, ne? Das ist keine Kiste. Komisch, das Ding wird wieder angezeigt. Ja, nee, wir sind noch nicht da. Die Nee, nee. Kiste, der Weg, das ist doch wo normalerweise da drüben, genau. Das hier im Berg drin?
Nee, es muss am Wasser sein. Nee, nee. Sorry, ich habe versucht, der Missionsbeschreibung gerade zuzuhören. Was meintet ihr? Es geht hier in den Bunker rein. Ja, da ist. Und hier unten. Ja, hab ihn. Die Kiste. Ja, es geht hier in den Bunker rein. Da unten bist du direkt am Wasser. Ah. Okay. Damit kann ich leben. Wo ist die Kiste? Hier. Und hier liegt das Foto. Wunderbar. Genau. Danke. Ach, du hättest das Foto aufnehmen müssen, entschuldige. Nein, ich hab's auch aufgenommen. Ja, okay. Verbrauchsgüter fertigen. 762, 4 und 8. Vollmantel. Machen wir beide, ne? Panzerbrechend, Vollmantel. Panzerbrechende zuerst. So. Tja. Ach, kein Sprengstoff mehr. Ha! Schade. Das heißt, ich müsste den Scheiß in den Recycler jagen. Haben wir hier einen Recycler? Ja, haben wir. Ja. Ja, haben wir. Hier ist wieder alles vorhanden. Mission. So, also machen wir heute nichts mehr, oder? Ja, wir haben jetzt 7 Minuten auf der Aufnahme. Mhm. Gucken wir mal, was wir da jetzt noch draus gemacht bekommen. Mhm. Wir müssen uns hier noch länger aufhalten. Ja, ich muss zumindest ein bisschen Munition gerade fertigen, weil ich bin erst bei diese, wie viel habe ich? 515 Schuss, das ist nicht genug. 1300 von den Armor Piercing. Hm. Ist ein bisschen traurig. Was bringt denn noch Sprengstoff? Deine ganze Munition, oder? Die du nicht brauchst, aber hast du wahrscheinlich nichts mehr. Hab ich schon zerlegt, soweit es geht. Die ganzen Granaten? Achso, Granaten. Granaten, Hochexplosivgeschosse. Schauen wir mal. In Severit. Severit. Irgendwo da muss das Flugzeug liegen. Nur wo ist jetzt das Severit? Das klingt schon besser mit den Granaten. ...2355 Schuss. Ja, das klingt schon etwas besser. Der kann weg, ne? Nein, das war der falsche.
Ade. EMP-Geschoss für Granatwerfer muss ich wieder haben. So, damit hätte ich jetzt noch 5 Stück. Dann kann ich EMP eigentlich selber herstellen. Wenn ich es freigeschaltet hätte, wa? Das weiß ich, ja, wahrscheinlich. Planbaum öffnen. Munition. EMP-Geschosse. Ach du. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich habe ja genug Punkte. Ja, ist freigeschaltet. So, was bist du hier noch? Ich habe alles an Munition freigeschaltet. Sehr gut. Also, EMP-Geschosse. Elektrolyt und Kupfer. Okay, dann schauen wir mal. EMP. Steht vorne EMP-Geschosse. Sind das die richtigen? Erfolgreich hergestellt. Jetzt wechseln wir mal auf die Waffe. Die 7 war es. Nein, das sind die falschen. Ich habe auch nur das EMP-Geschoss. Ja, und das ist das Falsche. Das ist nicht für die... Warte mal. Nee, es müsste dabei stehen, Granatwerfer. Ja. Bei der HI-Granate steht Granatwerfer, HI-Granate. Ja, also das, was ich hergestellt habe, ist EMP-Geschoss. Und das, was ich brauche, ist EMP-Geschoss für Granatwerfer. Den kann ich aber scheinbar nicht herstellen, ja? Das ist nicht im Planbau unter DLC. Und dafür brauchst du DLC-Planpunkte. Ah, habe ich auch. Dann muss ich jetzt gucken, wo das da ist. Granatwerfer, EMP-Granate. Kaufen! So, und jetzt? Ich habe noch keinen einzigen DLC-Planpunkt bekommen. Oh, da habe ich aber einige. Gut, ich habe auch noch nie etwas hergestellt. So, jetzt ja, haben wir 10 Schuss. Jetzt ist meine Frage, wo kriege ich Elektrolyt her? Gute Frage, aber das hast du eigentlich bei allem, was du auseinandergebaut hast. Müsste eigentlich alle Elektrolyte drin sein. Hätte ich gedacht. Erste-Hilfe-Kits herstellen, wenn ich das kaufe. Okay. Oh. Nein, da habe ich gar nicht genug Punkte. Klebstoff und Textil braucht man da später für. Also, was kann ich denn herstellen? Einfaches Erste-Hilfe-Set. Wo kann ich das herstellen? Auch hier an der Werkbank? Ja, ne? Stopp mal, dein Erste-Hilfe-Set ist aber keine EMP. Nein, nein, EMP, das Thema habe ich schon durch. Ich wollte wissen, ob ich jetzt dann wieder Punkte bei dafür kriege. Verbrauchsgüter, glaube ich. Bei Ausrüstung kann ich den Plan. Der erste ist Funkgerät, dann kommt Haarnadel-Dietrich, dann kommt Standard-Erste-Hilfe-Kit, Munitionspaket, erweitertes Erste-Hilfe-Kit. Das Sanitätpaket und Adrenalinspritze zum Schluss. Ja.
Dafür brauche ich 2 Tanksten und 100 Benzin. Und 160 Punkte. 160 plus 80 plus 40 plus 20 plus 10 plus 5. Und ich habe jetzt ein paar Erste-Hilfe-Kits hergestellt und damit habe ich jetzt 12 Punkte bekommen. Dann mache ich doch mal als nächstes den Weg darunter. Heißt also, ich kann, wenn ich die Erste-Hilfe-Kits herstelle, das ist da, einfaches Erste-Hilfe-Kit, Textil. Und für Textil muss ich doch einfach nur Klamotten an der Dings zerlegen, ne? Klamotten zerlegen? Ja, du findest ja schon mal Jacke oder sonst was und das Zeug wandert in Recycler. So kriegst du, glaube ich, Stoff. Weil ich habe nämlich immer in der normalen Kiste keine Klamotten drin. Brauche ich eine Nähmaschine? Nee, ne? Nee. Jetzt nicht gesehen. Nee, war keine. Nee, Nähmaschine gibt's hier nicht. Aber die war in der anderen Unterkunft, ne? Ja. So, was könnte man noch an Verbrauchsgütern fertigen? Reparaturset, tragbare Deckung, tragbare Maschinengewehrlafette. Habe ich eh kein Zeug für. Okay, wieder was gelernt. Ressourcen lagern. Alu, Blei, Elektrolyt, Gummi, Holz, Klebstoff, Kupfer, Plastik, Stahl. Ja, Textil, 3 Stück noch. Okay, dann sage ich mal an der Stelle, danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye. Servus. Tschüss.